Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar über die Mosaikansicht der Teltrader Workstation. Können Sie mich alle verstehen? Hallo? Hören Sie mich? Ja, super, wunderbar. Entschuldigen Sie bitte, ich bin leider ein bisschen heiser, kleine Erkältung, die ich mir eingefangen habe. Ich hoffe, Sie können mich trotzdem alle gut verstehen und wir kommen gut gemeinsam durch die Stunde. Ich werde Folgendes machen, einfach mal Ihnen zeigen, wie die Mosaikansicht sich gestaltet, was man alles zusätzlich mit hinzufügen kann, wie ich mein Layout gestalte, was es für Möglichkeiten dort gibt, die Order aufzugeben und wie ich die Watchlisten hier modifizieren kann. Wenn Fragen sind, dürfen Sie die gern jederzeit stellen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Und dann werde ich Ihnen Ihre Fragen beantworten dazu. Wer von Ihnen hat schon einmal mit der Mosaikansicht gearbeitet? Okay, super, Dankeschön. So, also hier unten in der Trader Workstation können Sie erstmal wählen zwischen der Classic-Ansicht und der. Ups, entschuldigen Sie, ich bin noch am falschen Fenster, sehe ich hier gerade. Jetzt können Sie wahrscheinlich alle meine TWS sehen. Und zwar hier unten links in der Trader Workstation gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal die klassische Version der Trading Station und einmal die Mosaik-Version. Klassik, ich denke, das kennen Sie alle. Die meisten Videos basieren auf dieser Version, da sie von den meisten Kunden zumindest auch genutzt wird. Ansonsten die Mosaik-Version, die bietet natürlich sehr schöne. Ja, ich möchte sagen, Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel nicht zwangsläufig über viele Monitore oder über einen sehr großen Monitor verfüge, weil ich hier tatsächlich meine Ansicht so gestalten kann, dass ich alles in einem oder auf einen Blick habe. So, um sich das Layout, ich denke mal, damit fangen wir mal an. Um das Layout zu gestalten der Mosaikversion, gibt es die Möglichkeit hier oben. Rechts ist das Layout ist aktuell gesperrt. Ja, ich kann es nachher, um hier irgendwelche Felder hinzuzufügen, das Layout entsperren. Ja, das zeige ich Ihnen gleich. Also in meiner Version sehen Sie jetzt erstmal hier oben die Order-Eingabe, also das Order-Ticket, was Sie vielleicht schon aus der klassischen Version kennen. Dann haben wir hier rechts einmal die Watchlisten aus der klassischen Version, hier die Portfolioansicht, was befindet sich aktuell in meinem Bestand. Dann habe ich hier die Favoriten und ich habe jetzt aktuell hier die US Movers noch mit inbegriffen. Ja, das ist hier ein eigenes Fenster für sich, das ich natürlich nach meinen Wünschen konfigurieren kann. Ich kann hier eine neue Watchliste hinzufügen, indem ich sage, okay, Watchlist kann der Watchliste einen Namen geben, ja, und dementsprechend hier meine Finanzinstrumente suchen, ja. Geben wir einfach mal was ein, damit da was drin steht. Microsoft, wie Sie es kennen, Eingabe des Kürzels, des Firmennamens, auf Enter drücken und dementsprechend sich den Wert anzeigen lassen, indem Sie jetzt hier Aktie Smart wählen. So. Wenn Sie sich in der Mosaikversion die Tabs, also hier die Watchlisten etwas konfigurieren wollen, weil ich springe neu zurück. Sie kennen das von der klassischen Version. Hier gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Watchlist ist sehr breit gefächert und wir haben hier sehr viele Kolumnen oben eingefügt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Mosaikversion. Hier ist es aktuell sehr abgespeckt. Ja, nämlich wir haben hier das Finanzinstrument, wir haben den letzten Kurs, die Veränderung in Prozent und die Veränderung hier in dem Falle bei Microsoft in Cent. Ja, wenn Sie hier oben
Zum Beispiel auf Veränderungen klicken mit der rechten Maustaste, können Sie sagen, okay, ich möchte hier eine Kolumne bzw. ein Feld einfügen. Ja? Spalte einfügen und dort können wir jetzt sagen, okay, Mensch, ich möchte mir bei dem Gewinn und Verlust in dieser Zeile bzw. in dieser Watchlist auch den unrealisierten G&V noch mit anzeigen lassen für die Position, die ich habe. Ja? Oder ich möchte hier vielleicht auch meinen Bid und Ask mir anzeigen lassen. Ja, ist ja auch nicht verkehrt, wenn ich sage, okay, Briefkurs ist mir wichtig und zum Briefkurs natürlich dementsprechend nehmen wir auch noch den Geldkurs mit rein. Ja, so können Sie dann Ihre Watchlist letztendlich auch hier in der Mosaikversion so anpassen, wie es in der Classic-Version möglich ist. So, Sie sehen hier auch schon oben das Verkettungssymbol. Das Verkettungssymbol betrifft halt letztendlich das alles, sage ich mal, sobald ich auf etwas klicke, ja, übernommen wird. Ne? Sie sehen, wenn ich jetzt hier die Bank of America anklicke, dementsprechend ändert sich das Order-Ticket hier direkt auf Bank of America. Ich bekomme die Geldbriefkurs, das Hochtief, 52 Wochen Hochtief etc. Also alles, was mit der Aktie zu tun hat, hier auf einen Blick relativ schnell angezeigt. Bekomme hier in der Mitte direkt den Chart hinzu. Ja, hier habe ich ein paar Nachrichten und hier unten dementsprechend die Orders, Ausführungen, Übersicht, also meine Aktivitäten, meine Trading-Aktivitäten, die ich tatsächlich habe. Ja. Also deswegen wichtig ist, wenn Sie die Mosaik-Version benutzen oder hilfreich, dieses Verkettungssymbol hier oben, dass alle Fensterchen tatsächlich übereinstimmende Farben haben. So, jetzt wie füge ich neue Fenster zu, beziehungsweise vielleicht fange ich nochmal hier oben an. Und zwar hier gibt es verschiedene Reiterchen. Einmal neues Fenster, hier kann ich draufklicken, um mir tatsächlich ein neues Fenster hinzuzufügen in meine Darstellung. Ich kann hier vom Portfoliofenster bis hin zur Ordereingabe kann ich hier nochmal ein Fensterchen setzen. Ich kann Marktscanner einfügen. Ein Risk Navigator kann ich mit einfügen, den sehen Sie hier unten. Ja, eine Forex-Matrix, die ich mir anzeigen lassen kann, Optionsketten. Also ich kann die tatsächlich so definieren für die Produkte, die ich tatsächlich handle am Markt. Weitere Möglichkeiten bestehen hier oben, wenn ich hier oben auf Datei gehe. Dort kann ich ebenfalls das Layout freigeben. Ich kann ein neues Fenster hinzufügen. Ja, wieder von Ordereingabe bis Watchlisten, Markttiefe etc. Also auch hier Trader-Notizbuch. Hier haben Sie tatsächlich auch alles drin. Oder ich kann eine neue Fenstergruppe erstellen. Ja, das machen wir nachher einmal gemeinsam alle. Und dementsprechend, wenn Fragen sein sollten dazu, bitte gerne stellen. Hier gibt es die Sachen, die mit dem Konto direkt zu tun haben. Einmal die Kontoübersicht. Ja, das ist das Kontofenster, wo Sie Ihre Parameter sehen, die Salden, Marginanforderungen, was zum Handel zur Verfügung steht aktuell und natürlich, entschuldigen Sie, den Marktwert und die reale FX-Balancen darauf. Ja, im Portfolio, weil es ein neues Paper Trading Konto hier ist, haben Sie aktuell nichts. So. Falls hier irgendetwas fehlen sollte, auf dem Pluszeichen, vielleicht als kleiner Hinweis, das hat jetzt nicht speziell mit Mosaik zu tun, können Sie hier neue Reiter wählen, wo Sie dann vielleicht die Overnight Margin sich anzeigen lassen können. Hier unten den Leverage, den ich auf dem Konto habe. Ich mache hier einfach ein Häkchen rein, gehe wieder auf das Minus und Sie sehen jetzt hier meinen Hebel, den ich aktuell fahre. Ja? So, auch dieses Fenster könnte ich quasi hier in die Ansicht mit implementieren. Wobei es aus meiner Sicht nicht unbedingt vonnöten ist. Hier haben Sie den Ereigniskalender, wo Sie sehen, was aktuell entweder zu speziellen Unternehmungen, hier in diesem Falle Bank of America, los ist. Ja, was in der Woche los ist, generell zu Bank of America und die Monate, ja. Also ein Ereigniskalender speziell für die Titel, die Sie vielleicht favorisieren oder die Sie gerne handeln möchten. So.
Ansonsten Nachrichten, die haben wir hier unten. Das haben wir hier schon einmal eingefügt im Standard der Mosaik-Version. Heutige Top 10, da können Sie natürlich noch mehr hinzufügen, indem Sie hier draufklicken. Ja, können Sie sich das dementsprechend noch anzeigen lassen. Ja, wir haben jetzt hier den Street Insider, habe ich genommen. Wenn Sie hier mit der linken Maustaste auf dieses Tab hier oben gehen, das hier runterziehen, dann können Sie sich den hier auch in das Fenster mit implementieren. Ansonsten Analyse oder Analysten-Researches, die Sie dementsprechend auch noch hinzufügen können. Das meiste ist allerdings, weil es nicht speziell von unserer Seite auskommt, sondern von extern über die Kontoverwaltung dann tatsächlich zu abonnieren. Ja. So, ansonsten hier oben auch noch wichtige Informationen, Benachrichtigungen das habe ich extra hier mal offen gelassen für Sie, die zwei, zur Mosaik-Version. Was neu ist, neue Funktionen etc. Können Sie hier draufklicken, bekommen Sie direkt angezeigt. Hier haben wir gerade, testen Sie das Trader-Notizbuch als neuen Hinweis. Und wir haben hier die Layout-Bibliothek, die ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen möchte, weil auch hier schon vorgefertigte Layouts sich in der Trader Workstation befinden. So, wenn Sie neue Layouts testen möchten, können Sie am einfachsten hier unten links, wo Sie zwischen Klassik und Mosaikversion switchen können, einmal auf das Pluszeichen klicken und können hier sagen, ich möchte gerne bitte in die Bibliothek geleitet werden. So, hier haben Sie 24 vorgefertigte Layouts. Einmal hier können Sie sich alle anzeigen lassen. Hier haben Sie 5 Stück zu Algo-Tools. Hier haben Sie zu analytischen Tools beziehungsweise analytische 6 nachrichtengetriebene Ansichten. Hier haben Sie das speziell für Forex-Händler. Zumindest hat es derjenige sich so gedacht, dass es speziell für Forex-Händler sein soll. Für Future-Händler dann die beliebtesten aktuell. Hier haben wir zum Beispiel eins für Options-Trading hier unten. Ja, Standard-Mosaik und Optionen, Forex-Trading, also das sind so die beliebtesten. News Research, wo Sie relativ viele News angezeigt bekommen zu Options direkt. Ne? Da gibt es auch 6 Layouts insgesamt. Das haben wir bei den beliebtesten aktuell gesehen. Und dort, wo Sie einen Marktscanner mit eingebaut haben. Ja, jetzt können wir gerne mal eins wählen. Wir gehen mal auf Most Popular und schauen uns das mal für Optionen an. So, und sagen Layout hinzufügen. So, Sie sehen hier unten, jetzt haben wir nicht nur mehr den Unterschied zwischen Classic Trading, Mosaik-Version, sondern auch das Option Trading. Wir haben hier oben aktuell für die Optionshändler, die kennen es wahrscheinlich, aus dem Optionstrader die Option Chains, also die Optionsketten. Wir haben hier unten direkt die implizierte Volatilität normalerweise. Dementsprechend haben wir hier die Order-Eingabe direkt mit dabei. Ebenfalls die Watchliste, wo ich dann tatsächlich mir anzeigen lassen kann, die verschiedenen Werte. Auch hier klicke ich einfach nur auf Facebook und bekomme dann jetzt hier oben direkt die Option Chain geladen, sowie hier die implizierte Vola. Und Aktivitäten, sobald ich eine Order hier oben aufgebe, erscheint es natürlich hier unten auch in Orders. Ja. So, vielleicht bis hierhin. Irgendjemand eine Frage? Bin ich zu schnell oder ist das soweit in Ordnung? Gut, wunderbar. Dann machen wir weiter. Und zwar, Sie haben auch die Möglichkeit, nicht nur hier unten über das Pluszeichen die Layouts zu wechseln, sondern dementsprechend können Sie hier oben auch die Layout-Bibliothek gehen. Hier oben links auf Datei, Layout-Bibliothek öffnen. Also die TWS, die hält, sage ich mal, mehrere Wege immer bereit, etwas anzufangen.
So, die implizierte, wurde hier wird gerade gesagt, implizierte Volatilität wird nicht angezeigt, beziehungsweise dann machen Sie Folgendes, wählen Sie sich doch jetzt mal Facebook dann aus in dem Falle, dann wird es Ihnen gleich auch angezeigt. Ja. So, hier haben wir zu Amazon, wählen Sie einfach unten mal etwas aus der Watchliste raus. Ansonsten implizierte Vola, ob ich dazu kurz was sagen kann. Natürlich kann ich dazu kurz was sagen. Implizierte Volatilität ist die voraussichtliche, also die Volatilität, die erwartet wird aktuell. Und ich sag mal, näher möchte ich natürlich jetzt nicht darauf eingehen, weil das Webinar heute tatsächlich eigentlich nur dazu dient, um die Mosaikversion einmal zu erläutern. Aber die implizierte Vola können wir gerne mal in einem der nächsten Webinare besprechen. Wir haben hier auch die TWS, was den Option oder das Optionstrading anbelangt. Und ich denke, da passt es sehr gut dazu. Ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn wir das dann im Bereich Optionen implementieren. So, ansonsten, jetzt switche ich wieder zurück in die Mosaikversion, in die ganz normale hier unten. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie sich ein eigenes Layout erstellen können. Ja, also ich kann hier auf Datei gehen, sage, ich möchte eine neue Fenstergruppe mir anlegen. Gehe auf neue Fenstergruppe erstellen, gibt der einen Titel, in dem Falle nehme ich jetzt einfach mal Triple X. Ja, ich hole es mal von meinem anderen Bildschirm rüber. Ja, so sieht das dann aus. Ja, also Sie sehen, wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts, ja, sondern ich muss es mir tatsächlich von der Pike auf erstellen. Ja, hier haben Sie natürlich noch Schritt für Schritt hier eine kleine Anleitung, wie es funktioniert. Ja, ansonsten können Sie. Ja, jetzt geht's nicht. Ja, das ist natürlich sehr schön. Das ist der Vorführeffekt. So, neues Fenster können wir jetzt hier einfügen. Und wir fangen mal an. Wir können mal die Order-Eingabe uns hier reinlegen. Ja. Platzieren die oben links. Hopp. So. Ein bisschen groß. So. Haben wir uns das Panel ein bisschen kleiner. Dann fügen wir noch ein Fenster hier hinzu, wo wir sagen, okay, wir brauchen natürlich auch einen Chart hierin. Lassen die Charts hier auf dieser Seite. Ich brauche ja auch nicht nur, ich möchte nicht nur einen Chart haben, ich möchte zwei Charts in dieser Ansicht mir einpflegen. Zack. So, dann was nehmen wir denn noch mit rein? Optionskette. Das ist wieder für die Optionstrader unter uns. Oh, machen wir das doch mal ein bisschen breiter. Was können wir noch mit reinnehmen? Ja, Orders auf jeden Fall. Und dann möchte ich natürlich auch die Ausführungen gleich sehen. Hier wieder mit der linken Maustaste drauf, nach unten ziehen. Wir haben ja schon ein Fenster und dann habe ich das wieder unten in den Aktivitäten mit drin. So, und jetzt können wir Folgendes noch mitmachen. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch? Wirtschaftsereignisse nehmen wir doch noch mal. Die aktuellen Ereignisse mit rein. So. Und schon haben Sie sich Ihr eigenes Layout erstellt. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt mal eine kurze Übersicht, ja, wie so etwas funktioniert. Ja. Watchlisten habe ich jetzt hier keine, weil ich jetzt praktisch nur auf den Optionshandel das Ganze ausgelegt habe. Ich kann natürlich auch dementsprechend mir Watchlisten noch hinzufügen. Ja, wenn Sie einen größeren Bildschirm haben, dann können Sie das
natürlich entsprechend ziehen. Ansonsten hier, ich verschiebe das Ganze mal ab. Die Watchlisten, die setze ich hier nach unten. Ist ein bisschen Bastelarbeit, aber wie gesagt, es lohnt sich definitiv, sich da mal etwas Zeit zu investieren, ja, damit man tatsächlich sein Layout sich speziell zusammenstellen kann. Ja. Jetzt hier oben auf Lock und schon haben Sie dementsprechend jetzt das Layout gespeichert, ja, beziehungsweise es ist geblockt, da können Sie jetzt nicht mehr hin und her schieben, ja, so. Dahinter sehen Sie noch das andere, das alte. Was wieder kleiner. Also Sie können es rein theoretisch auch alles zusammensetzen, ja. Wer halt Platz hat, der kann es dementsprechend sich einfach größer einrichten. Bis hierhin soweit alles okay. Gut, wunderbar. So, das Beispiel. Entweder wir können das jetzt natürlich auch wieder genau mit dem Ziehen hier unten einfügen, dann haben wir nicht zwei verschiedene Layouts, ja, und können dementsprechend zwischen unseren Favoriten Layouts, deswegen ich kann mir eins für den Optionshandel einrichten, ich kann mir eins fürs Forex Trading einrichten, ich kann hier eine Mosaikversion haben, die dem Standard einfach entspricht, ja. Also ich kann tatsächlich, wie es mir beliebt, hier die Mosaikansichten mir hier erstellen. Ja, ich habe hier eine kurze Anfrage. Ja, die Sendung wird aufgezeichnet. Ist also kein Problem, falls Sie ein bisschen später eingeschaltet haben oder jetzt gerade weg müssen. So, bis hierhin Fragen. Gut, dann würde ich sagen, wir geben einfach mal eine Order auf, damit wir auch dieses Fenster hier unten mal gefüllt bekommen. Ganz wichtig, den Kauf hier auswählen oder Verkauf, je nachdem. Kauf, wir haben jetzt Microsoft ausgewählt, wir können auch, ist eigentlich egal, was wir hier machen, wir können auch die Bank of America, es springt hier wieder um. Kauf, Bank of America, dann haben wir hier die Möglichkeit natürlich zu sagen, was möchten wir, die Menge, die Mengeneinstellung, wie Sie es auch von jeder normalen Order kennen. Den Order-Typ können Sie hier einstellen, ja, Limit, Market, Stop-Limit. Wir nehmen jetzt mal ein Limit, Limit-Kurs. Ich würde gerne zu 25,34 ausgeführt werden. Wir können sie ja gleich noch ändern. Beziehungsweise ich setze es mal ein bisschen höher. Machen wir mal. Ah, nehmen wir doch mal die 40. Tagesgültigkeit hier auf GTC umstellen. Sie können hier aber auch, wenn Sie zum Beispiel außerhalb der regulären Tradingszeit ausgeführt werden wollen, bitte hier das Häkchen nicht vergessen. Ja? So, dann hier einmal auf Erweitert geklickt. Ja, haben Sie die Möglichkeit, direkt Brackets mit anzufügen. Ja. Gewinnmitnahme und ein Stop-Loss. Ja, hier können Sie die Brackets anhaken, können direkt sagen, okay, meine Gewinnmitnahme, die soll bei 26,40 sein, mein Stop-Loss bei 24,40. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, ist jeweils ein Dollar. Ja, hier geht natürlich noch mehr auch unter den Erweiterten. Auch da möchte ich jetzt in diesem Webinar nicht drauf eingehen. Ja. So, one cancels another group, ja, einfügen oder ein Hedge, ja. Wobei ich denke, für die meisten wird wohl dieses hier am interessantesten sein, ja. Also direkt die Brackets mit anfügen, dann gehe ich hier
auf Übermitteln, kann natürlich auch sagen, ich möchte hier mal die Margin überprüfen. Ja, dann sehen Sie hier, kaufen, das, was ich möchte, 100 Stück, verkaufen, also mein Gewinnmitnahme, mein Stop-Loss ist hier direkt mitgesetzt, OCA-Gruppe ist ebenfalls identisch, Routing Smart, Betrag 2540 US-Dollar. Und hier sehen Sie die Margin-Sätze, die hinterlegt werden. Ja, da es ein neues Konto ist, habe ich natürlich noch keinen Ersteinschuss und keinen Mindesteinschuss. Von daher 635 US-Dollar aktuell blockierte Margin im Anschluss. Dann einfach auf Übermitteln gehen, überschreiben, übermitteln nochmal. Und Sie sehen hier unten, jetzt wird mir angezeigt, wann die Order storniert wird. Ist immer Gültigkeit bis zum ersten des übernächsten Quartals oder bis inklusive des letzten des nächsten Quartals. Also maximale Laufzeit ein halbes Jahr. Okay. Und schon sehen Sie hier unten, auch dieses Fenster ist gefüllt. Hier habe ich meine Order aufgegeben, meine Hauptorder plus Gewinnmitnahme und Stop-Loss direkt. Ja. Jetzt machen wir Folgendes. Wir ändern das mal ab, damit wir auch eine Ausführung bekommen. Aktualisieren. Zack. Und hier sehen Sie jetzt direkt auch, wie Sie es vielleicht aus dem Chart Trader direkt kennen. Ja. Hier haben wir den Einstieg. Und ich könnte jetzt hier auch mein Gewinnmitnahme bzw. mein Stop-Loss dementsprechend durchziehen, anpassen. Ja? Deswegen sagte ich, bevor man das auf vielen Bildschirmen hat, es gibt die Mosaikversion als die Möglichkeit, alles auf einem Bildschirm zu handeln. Ja, die Klassikversion, die könnte das auch. Also man kann auch die klassische Version wie eine Mosaikversion erstellen. Das würde auch funktionieren. Aber es gibt normalerweise schon hier das vorgefertigte Modell. Also denke ich, sollte man das auch nutzen, wenn man, wie gesagt, sich eine Mosaikversion anzeigen lassen möchte. Ja, auch dieses Layout könnte ich rein theoretisch abändern, wenn ich das möchte. Ja, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Ja, hier können wir dann die Ausführung sehen. Wir haben gerade die Bank of America, die haben wir jetzt gekauft. New York Stock Exchange, 100 Stück, 25,43 an der Börsen, am Börsenplatz Island. Ja, so, und in der Übersicht sehen Sie dann meine Käufe, Nettokäufe, die ich hatte, Durchschnittskurs, den ich habe. Und ja, so sieht es aktuell aus. Wenn ich hier noch jetzt dementsprechend die Spalte unrealisierter Gewinn und Verlust einfüge, so, dann sehen Sie hier, also ich habe jetzt hier aktuell zwar nur verzögerte Daten, aber einen Verlust von minus 2 US-Dollar, seitdem ich eingestiegen bin. Hier im Portfolio sehe ich das übrigens auch. Ah, hier oben, wenn ich auf Portfolio klicke, sehe ich dementsprechend mein aktuelles Portfolio, die Währungsbestände, die ich auf meinem Konto habe und natürlich meine Position, die sich hier bewegt. Bis hierhin alles soweit okay. Okay, super. Ansonsten hier in dem Order-Eingabe, in dem Order-Ticket haben Sie hier noch die Möglichkeit, sich auch direkt Optionsketten anzeigen zu lassen. Ja, hier oben rechts auf Optionsketten klicken und wenn Sie klicken, dann erscheint, ich hatte es jetzt auf meinem anderen Bildschirm, direkt die Option-Chain dafür, wo man sich natürlich den Verfallsmonat aussuchen kann, dementsprechend die Basispreise anzeigen lassen kann oder die Ansicht dieses, sag ich mal, entweder Register- oder Listenansicht. Ja.
Ansonsten, wenn Sie es einen Strategy Builder brauchen, auch hier für die Optionshändler vielleicht wichtig, den haben Sie direkt hier unten mit dran, ja, wo Sie hier sich eine Strategie zusammenbasteln können. Wenn Sie jetzt sagen, okay, wir haben den aktuellen Kurs bei 26,50, ja, ich möchte, hier, was machen wir? Zack, zack, und dann sehen Sie, jetzt habe ich hier einen Bear Call aufgegeben, ja. Direkt. Sie sehen auch die ausgewählten Optionen, die ich hier habe. Ja, sehen Sie hier farblich direkt markiert und hier unten sehen Sie den Bear Call, den ich jetzt dementsprechend hier unten einen Limitpreis eingeben kann, die Gültigkeit, die Margin-Auswirkungen und ich könnte dann die Order direkt übermitteln. So, auch dieses Fenster könnte ich jetzt wieder hier natürlich implementieren. Entweder wenn ich mehr Platz habe oder ich müsste hier auf einem Bildschirm viele Sachen zusammenschieben. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen zur Mosaikversion? Okay, wie ich sehe, keiner eine Frage, dann denke ich, ist soweit bis jetzt zumindest alles klar. Hier kann ich Ihnen noch was Schönes zeigen, was Sie zumindest nur erstmal über die Mosaikversion aufrufen können. Ja, das nennt sich den Trading, der oder es ist ein Trading-Bot. So. Und hier kann man Folgendes machen. Der hat sogar eine Sprachsteuerung hier unten auch. Die nehme ich jetzt allerdings nicht, ja, sondern ich zeige Ihnen mal, was der kann. Ich möchte mir jetzt den Chart von, was nehmen wir, von Apple anzeigen lassen. Sage AAPL Chart. Und dann hoffe ich, dass ich den jetzt gleich bekomme. Ich bekomme den Apple Chart direkt angezeigt. Ja, jetzt möchte ich, aktuell habe ich irgendwo gesehen, aktueller Kurs AAPL. So, dann zeigt er mir hier direkt den Kurs an und ich könnte hier entweder auf Buy and Sell klicken. Ja, oder ich sage Kauf 100 AAPL. Ja, definieren wir es nochmal. Nasdaq. So, das will er jetzt nicht haben. Okay, dann machen wir Kauf 100 AAPL Market. So, dann muss ich das nur noch übermitteln, ja. Dann hat er hier meine Order schon vorprogrammiert, ja. Finanzinstrument, Apple, Nasdaq, Kauf, 100 Stück, Tagesgültigkeit, Market, übermitteln, ja. Also der Trading-Bot ist jetzt was relativ Neues, deswegen sehen Sie hier oben auch noch Beta-Version, ja. Allerdings, ist es ganz hilfreich vielleicht für den einen oder anderen? Ich weiß es nicht, ja, aber den können Sie natürlich auch in der klassischen Version benutzen. Sie können den dann hier aufrufen über Mosaik, ja, neues Fenster, Trading-Bot und dementsprechend wechseln Sie dann einfach in die Klassik-Version, ja, und dann können Sie sich den Trading-Bot auch in der Klassik-Version aufrufen, ja. Also das gilt in jeder Version. Ja, wir gerade, ja, selbstverständlich, wir haben auch viele Anfänger hier unter uns, ja, und so kompliziert ist das gar nicht. Ja, ich verstehe das, dass es erstmal ist es so eine professionelle Handelsplattform ist natürlich, die kann wahnsinnig viel, ja,
Man braucht aber vielleicht eventuell nur ganz wenig davon. Ja, das muss natürlich jeder für sich selber definieren. Deswegen, also Sie können hier natürlich abspecken. Ja, Sie können sagen, ich brauche nur einen Chart und ich brauche nur die Ordereingabe oben. Ja, und eine Watchliste. Dann können Sie sich natürlich die Mosaikversion dementsprechend basteln. Ja, dann haben Sie vielleicht den Bid, den Ask-Kurs, ja, den Chart dazu, die Ordereingabe. Und eine Watchliste und schwuppdiwupp können Sie ganz normal handeln. Sie können aber auch natürlich das sehr umfangreich gestalten. Ja? Dividendenplan sich anzeigen lassen, den Wirtschaftskalender dazu, dann Wahrscheinlichkeitssachen im Bereich der Optionen. Also die sage ich mal, ist für Anfänger sowie Fortgeschrittene, die TWS, die kann Ihnen da schon sehr gut weiterhelfen. Ja. Wenn aber Fragen sein sollten, die sich vielleicht aus Videos nicht ergeben, einfach mal zum Telefonhörer greifen. Ja, wir haben mehrfach ausgezeichneten 24-Stunden-Support. Ja, ist bekannt dafür und von daher einfach mal zum Telefon greifen und da hilft Ihnen unser Support-Team sehr, sehr gerne weiter. Ja. So, also das ist jetzt somit das Neueste der Trading-Roboter. Ich weiß nicht, ob den schon viele von Ihnen kannten, aber es ist eine ganz witzige Geschichte, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ja. Und ein Schritt in die Zukunft auf jeden Fall. Ich schiebe ihn mal wieder weg zur Seite. So, ansonsten würde ich jetzt nur noch das ein oder andere Layout mit Ihnen angucken. Ja. Wir öffnen wieder die Bibliothek, hier unten über das Plus. Jetzt sage ich, Mensch, ich möchte natürlich dementsprechend auch noch Forex Trading betreiben. Also ich handle nicht nur Optionen, sondern ich ja, investiere auch an dem Billionen-Dollar-Markt, ja, Devisen. Also mache ich Folgendes. Entweder gucke ich mir hier die Details an, ja, dort wird mir mal ein bisschen, sage ich mal, gezeigt einfach, was dort alles mit inbegriffen ist, ja, die Tools, die ich hier drin habe. Dort sehe ich, kann ich dann immer zum nächsten switchen, ja, ist vielleicht ganz informativ, bevor ich es mir hier runterziehe, das Layout kann ich hier sehen, oh Mensch, was ist denn überhaupt alles drin, ja. Dann sage ich, dieses Layout hinzufügen und auch das wird mir hier unten direkt wieder angezeigt. Ja. Also für Anfänger weiß ich nicht, vielleicht erstellt man erstmal selber eins oder arbeitet sich so, tastet sich langsam aber sicher an das Ganze einmal ran. Ja. So. Dann, was machen wir? Was haben wir noch für Layouts, die vielleicht interessant sind? Wobei, die können Sie sich auch alle selber einmal angucken. Ja, ich denke, da ist für jeden was dabei. Für jemanden, der besonderen Wert auf News legt, ja, ist das mit Sicherheit okay. Ja, oder hier Company Research. Analyst Researches, also Future Spreads, also Sie können hier tatsächlich die wildesten Ansichten schon nutzen, ja, verfeinern, ja, weil ich kann sie ja auch immer abändern, ja, oder wenn Sie sagen, ich habe jetzt hier was Tolles, ja, jetzt gehen wir wieder dahin, ich habe das für die Optionen, ja, und ich möchte mir hier allerdings bei den Optionen lege ich noch besonderen Wert drauf, mir hier, wo haben wir das denn? Optionsanalysen hinzuzufügen, ja, von der schiefen Volatilität bis Volatilität im Zeitverlauf, interaktive Analysen dazu, oder das Options Strategy Lab. Ja, das ist natürlich sehr umfangreich. Das Strategy Lab, das sieht fast so aus wie eine komplette Mosaikversion. Ich mache es trotzdem einmal auf. Ja, so sieht es aus. Ja, und rein theoretisch, ja,
Ist zwar vielleicht nicht schön, aber wir machen das jetzt einfach mal. Layout öffnen. So, dann hole ich mir das hier rein. Ah, Sie sehen es, es wird einfach nicht schön. Also lassen wir das. Wir machen es lieber mal wieder groß und verknüpfen das nicht. Ich sperre das Layout wieder. So, ne, also diese Geschichten können Sie sich sonst ja auch mit reinnehmen, reinziehen, ob es sinnvoll ist, weil es ist ja selber wie eine Mosaikversion schon aufgebaut, ja. Sei dahingestellt, ja. So, hier Scanner bearbeiten, damit Sie sehen, dass das auch funktioniert. Ich nehme jetzt hier wieder Apple. So, steigend 1%, alles okay, ja, fertig und los geht's. Dann gibt er mir hier die verschiedensten Geschichten aus, ja, von der Strategie-Performance her. Ich kann hier oben verschiedene Strategien wählen, die er mir schon vorgibt. Also das ist ein sehr, sehr schönes Tool. Auch in diesem Webinar möchte ich jetzt da nicht mehr näher drauf eingehen, aber es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Tool, ne? Wenn ich etwas erwarte, ja, kann ich dort eingeben, was es sein soll, ja, zu welchem Zeitpunkt es passiert, Apple Volatilität, Kurs, auf was setze ich steigend, fallend, ja, oder dass es, sage ich mal, um den Preis sich verhält und dass vielleicht 1% des aktuellen Kurses steigt, ja, dann wirft er mir hier direkt letztendlich verschiedene Strategien aus, wie jetzt ein Bull Put, Risk Reversal, Bull Call, was wir hier haben, und dementsprechend können Sie natürlich dann die Strategie sich direkt anzeigen lassen, welche wie erfolgsversprechend ist, ja. Okay, super, aber wie gesagt, dort nicht mehr dazu. Okay, Sie wollen von der klassischen Version in die Mosaikversion Watchlisten kopieren. Gut, zeige ich Ihnen auch das, ist überhaupt kein Problem. Wir gehen einmal in die klassische Version, sagen hier, wir möchten das gerne kopieren. Wir gehen auf Steuerung A, Steuerung C. So, dann ab in die Mosaikversion. Ich habe hier schon eine Watchliste jetzt drin, eine leere. Wenn nicht, gehen Sie auf das Plus, hinterlegen Sie eine Watchliste, gut ist. Wählen hier vorne bei Finanzinstrument eine Zeile aus. Gehen hier auf Steuerung V und hier haben Sie jetzt die Watchliste, die wir drüben hatten, ist jetzt hier inkludiert. Ich hoffe, es hat bei Ihnen auch funktioniert und Ihre Watchlisten konnten Sie rüber kopieren. Also nochmal zurück in die Klassikversion, Steuerung A, also Steuerung All, Steuerung Copy und dann rüber in die Mosaikversion und dann Steuerung V, fügen wir das Ganze ein. Haben Sie sonst noch Fragen? Okay. Steuerung A, Steuerungstaste ist beim Windows-PC STRG, steht ganz unten links, ist die meistens. STRG und dann auf den Buchstaben A klicken. Dann markiert es alles in der Liste. Also vorher einen Wert auswählen, dann die Steuerungstaste drücken und auf den Buchstaben A. Dann sehen Sie schon, wird alles jetzt markiert. Dann gehen Sie Steuerung C, dann ist es im Zwischenspeicher und dann auf Steuerung V, da gehen Sie dann dorthin, wo Sie letztendlich das Ganze hin kopiert haben möchten.
Ja, die Einstellungen werden auch auf dem Server natürlich selbstverständlich wie in der Classic-Version auch hier auf dem Server gespeichert. Ja, die sieht überall identisch aus, wo sie die TWS runterladen und sie geben ihren Benutzernamen, ihr Passwort ein. Dann ist nur Folgendes wichtig dabei. Ich zeige es Ihnen einmal kurz. Zack, hier habe ich es. Und zwar einfach nur Einstellungen auf dem Server verwenden bzw. speichern, dass hier das Häkchen gesetzt ist. Ja. Und dann sieht die TWS immer und überall gleich aus, wo sie die aufrufen. Ja? So, noch weitere Fragen? Mensch, so wenig Fragen. Ich denke, dann habe ich hier zumindest eine ganze Gruppe Mosaik-Spezialisten für die Zukunft. Ja, Updates werden automatisch gemacht. Ja, wenn Sie die neueste Version, die selbst updatende der TWS haben, ja, dann werden die selbstverständlich automatisch vollzogen. Ja. Die selbst updatende Version, die finden Sie bei uns auf unserer Homepage unter Software Downloads. Und dann gibt es eben hier die Möglichkeit, die Latest-Version runterzuladen. Und wenn Sie nicht die Offline-Version nehmen, dann ist es immer die, die automatisch updatet. So, bei der automatisch updatenden, das sehen Sie immer, da ist im Vorfeld, sage ich mal, steht hier immer irgendwann mal, es wird aktualisiert, ja, Updates laufen. Ansonsten, ich zeige Ihnen das mal kurz bei uns auf der Homepage. Ich muss hier nur mal schnell den Bildschirm wechseln. So, jetzt müssten Sie den sehen. Software, hier oben auf Software, Downloads. Dann haben Sie hier die verschiedenen Versionen. Ein Stückchen nach unten. TWS für PC, Latest 64-Bit herunterladen. Und das ist die aktuellste Version, die sich selbst am Laufenden hält. Ja? Diese Version wäre die, die muss manuell ab und zu aktualisiert werden, ja, damit sie nicht veraltet. So. Gut. Noch weitere Fragen? Oh, ich sehe hier einen, der kräftig üben muss noch, aber ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, geben Sie uns bitte Bescheid. Das Schlimmste, was wäre, wenn wir nicht wissen, dass Sie mit irgendwas nicht zurechtkommen, dass Schwierigkeiten sind, das wäre, denke ich, für uns das Schlimmste. Ja? Also geben Sie bitte Bescheid. So. Gut. Wenn keine weiteren Fragen sind hierzu, dann ist von meiner Seite aus zumindest jetzt erstmal alles zur Mosaik-Version gesagt, ja, auch gezeigt, wie ich die selbst definieren und einstellen kann. Wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Weiterhin gute Trades für den Anfänger oder die Anfänger unter uns, erfolgreiches Üben und ansonsten einen schönen Abend, wobei zu Mosaik nicht, aber zu einzelnen Fenstern. Okay, jetzt habe ich hier doch noch eine Frage und zwar zu einzelnen Fenstern. Zu welchen Fenstern denn? Ja, super. Vielen Dank schon mal für das Feedback. Aber jetzt muss ich doch nochmal zurückrudern. Jetzt hat sich's doch noch jemand überlegt, der noch eine Frage hat. Zum Risk Navigator. Jawohl. Ist es eine Frage, wo Sie den jetzt finden, oder ist es eine Frage, wo detailliert,
darüber gesprochen werden muss. Wenn es detailliert ist, dann würde ich Sie bitten, ja, diese Frage entweder per E-Mail an unseren Support zu schicken, info@captrader.com, oder ein kurzes Telefonat. Ja, alles klar, ist doch was Detaillierteres. Dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend noch, viel Erfolg weiterhin und hat mich gefreut, dass Sie alle teilgenommen haben heute. Bis dahin, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.